Hi zusammen, willkommen bei Camp for Happiness. Ich bin der Patrick und es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder zuschaut. Im heutigen Video gibt es mal wieder eine Campingplatzvorstellung. Ich nehme euch mit hier bei meiner Reise über den Platz und stelle euch alles vor. Erst letztens habe ich euch ja einen schönen Platz hier in der Schweiz vorgestellt und auch diesmal hat es uns wieder in die Schweiz verschlagen. Wir sind hier auf dem Camping Hüttenberg in Eschens, nahe der deutschen Grenze, nicht weit entfernt von Stein am Rhein und ganz in der Nähe zum Bodensee. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wenn ihr das Video der anderen Campingplatzvorstellung verpasst habt, dann schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch das dort nochmals. Und ich nehme jetzt meine Kamera in die Hand, drehe ein paar Runden über den Platz, nehme euch mit und stelle euch alles vor. Also, let's go! Wir starten mit dem Blick von unten hoch auf den Hügeln zum Campingplatz, denn der Camping Hüttenberg, der liegt leicht erhöht am Waldrand und durch die erhöhte Lage hat man einen richtig tollen Ausblick, aber das zeige ich euch nachher noch genauer. Das Gelände ist teilweise terrassiert und teils flach mit sehr gepflegtem Rasen. Wir sind mit demselben Equipment angereist, wie auch schon beim letzten Mal. Unser Packzelt, unser T1 Bulli ist wieder mit dabei, das auch die Kinder als Spielzelt benutzen. Unser Heckzelt ist dran, dass wir einen Unterstand bei der Küche haben, das Moskitonetz hängt. Und wie ihr seht, hier von unserem Platz aus haben wir einen tollen Ausblick auf den westlichen Teil des Bodensees bzw. den Untersee. Wir befinden uns jetzt hier im unteren Teil des Campingplatzes. Und ja, hier ein richtig geiler Bulli mit grandiosem Ausblick. Hier direkt auf den Untersee vom Bodensee. Und links daneben hat man noch den Blick auf den Rhein bzw. die Rheinlandschaft. Und insgesamt gibt es ca. 60 Touristenstellplätze und die befinden sich an verschiedenen Bereichen auf dem Campingplatzgelände. Also die sind einfach verteilt und wie ihr hier gesehen habt, teilweise hat man wirklich einen richtig geilen Ausblick. Hier daneben gibt es für alle Campingplatzgäste noch eine öffentliche Grillstelle. Da kann jeder hin, sie nutzen. Daneben ist auch ein Behälter mit Holz drin. Also ihr müsst nicht auf Holzsuche gehen. Das wird euch gestellt und von dort habt ihr natürlich auch einen tollen Ausblick. Es gibt runde Tische, kleine Bänkchen. Hier könnt ihr dann eure Grillparty starten. Hier der Blick von außerhalb der Schranke auf den Campingplatz. Und hier gibt es 8 Übernachtungsplätze für Wohnmobile, sogenannte Quickstop-Stellplätze. Und die sind für Kurzzeitaufenthalte gedacht. Der Platz ist insgesamt 6 Hektar groß und ist von Dauercampern geprägt. Also insgesamt sind es 260 Plätze für Dauercamper im Vergleich zu 60 Touristenstellplätze. Und wie ihr seht, die Anlage ist sehr gepflegt und die Dauercamper halten ihre Anlage wirklich top in Schuss. Es gibt einen kleinen Pool in der Größe von 20 x 10 Metern. Direkt daneben ist noch ein kleines Kinderplanschbecken mit einer kleinen Rutsche. Und unser Platz war direkt gegenüber vom Pool. Anfang Mai war der jetzt leider noch nicht geöffnet, obwohl das Wetter mitgespielt hätte. Aber ich denke, die Kids können da auf jeden Fall ihren Spaß haben. Ich stehe jetzt hier vor einem Sanitärgebäude, da gehen wir jetzt gleich mal rein und biegen dann gleich links ab. Da ist nämlich ein Babywickelraum, insgesamt gibt es 2 Stück davon auf dem Platz. Und das Coole ist, das ist sehr modern gestaltet und es ist noch eine Badewanne für die Kleinen mit dabei. Die Sanitärgebäude sind zudem behindertengerecht ausgestattet. Es gibt 2 rollstuhlgängige Kabinen mit Dusche, Toilette und Waschbecken mit Spiegel. Hier links der Bereich für die Damen und wenn wir da rechts weiterlaufen, sehen wir hier die Privatbäder. Also diese Bäder kann man mieten, dafür bekommt man dann den Schlüssel und es gehört einem dann alleine für die Dauer des Aufenthalts. So, dann gehen wir jetzt mal rein in den Bereich der Männer. Es gibt verschiedene Waschplätze mit kaltem und warmem Wasser, abschließbare Waschkabinen. Überall ist Strom vorhanden. Hier sieht man schon auch einen Föhn, der angeschlossen ist.
das Sanitärgebäude hier im Hauptgebäude, ja servus, das ist beheizt. Also das heißt auch im Winter, es gibt Ausgüsse für chemische Toiletten, Pissoirs und wie gesagt die Waschkabinen, die Duschen, da schauen wir jetzt mal rein. Davor noch der Trockenbereich zum Umziehen und die Kleider deponieren und direkt hinter der Wand ist dann die Dusche. Wie ihr seht, alles sehr neu und wirklich richtig modern gestaltet. Also mir hat es hier drin sehr gut gefallen. Ich habe mich hier drin länger aufgehalten, als ich das auf anderen Campingplätzen tue. Hier der Blick auf das andere Sanitärgebäude. Das ist vom Style her ja etwas in die Jahre gekommen. Nichtsdestotrotz innen wirklich top sauber und alles vorhanden, was man braucht. Der Vollständigkeit halber hier noch das dritte der drei Sanitärgebäude. Vom Style her auch etwas älter, aber trotzdem innen einigermaßen modern gestaltet und wirklich sauber. Hier ist der Raum zum Spülen vom Geschirr und wie ihr seht, sehr modern gehalten, sehr edel im gleichen Style oder Design wie auch die Sanitäranlagen. Ja, das sieht teilweise besser aus als bei mir zu Hause in der Küche. Wirklich richtig, richtig gut. Und es hat hier verschiedene Geschirrspülbecken mit Warm- und Kaltwasser. Und hier sehen wir noch eine Geschirrspülmaschine. Die kann man auch benutzen, kostet 1 Schweizer Franken. Übrigens gibt es auch noch eine Waschmaschine mit Wäschetrockner. Hier stehe ich vor dem Hauptgebäude. Hier drin ist die Rezeption und der Innenbereich vom Bistro. Wenn wir rüberschwenken, sehen wir außen die Terrasse, der Außenbereich vom Bistro. Und von dort hat man auch einen tollen Ausblick auf den Platz sowie die Umgebung. Man hat hier direkt von der Terrasse einen Blick auf die Pit-Pat-Anlage, drunter der Kinderspielplatz. Das ist auch wirklich toll gelöst. Wir als Eltern konnten uns hier auch wirklich mal hinsetzen, eine Runde chillen und hatten die Kinder auf dem Spielplatz aber im Blick. Und der Ausblick, ja, der macht hier schon was her. Wie ihr hier seht, der Blick auf den westlichen Teil des Bodensees, den Untersee und weiter links daneben, das habt ihr ja auch vorhin schon gesehen, hat man noch den Blick auf den Rhein. Der Spielplatz hat unseren Kids mega gefallen, also die waren kaum mehr davon wegzubekommen. Es gibt Schaukeln, eine kleine Rutsche und das Highlight war dann der große Kletterturm mit einer Brücke. Also für Kinder wirklich toll. Hier direkt neben dem Pool gibt es eine großzügig angelegte Liege- und Spielwiese. Es steht auch ein Tisch, Stühle sind vorhanden und nebendran im Gartenhaus gibt es auch verschiedene Utensilien, die man mit rausnehmen kann, um sich dann dort auf der Liegewiese zu platzieren. Also auch Stühle, Liegestühle. Nebendran haben wir den Tischkicker. Wenn wir weiter nach hinten blicken, zwei Trampolins für die Kinder, eine Slackline und da dahinter noch zwei Tischtennisplatten. Für die älteren Kinder gibt es noch einen Jugendraum mit einer Sitzgelegenheit bzw. ein Sofa zum Chillen, Stühle. Ein Tischkicker ist mit dabei, der Fernseher hängt über dem Sofa. Dann gibt es noch eine Dartscheibe. Gesellschaftsspiele sind hier deponiert, also für die Jugendlichen einfachen Raum, um sich zu treffen. Ja, hier nochmals, weil es so schön ist, ein Blick auf unseren Bulli und auf den Platz, den wir hatten. Der war wirklich sehr großzügig und mit einem tollen Ausblick und eine sehr, sehr gepflegte Wiese. Direkt neben unserem Platz waren auch Mietunterkünfte, ja so eine Art Holzhäuser. Die könnt ihr mieten, wenn ihr keinen eigenen Camper habt. Und hier sehen wir noch die Bungalows, die etwas großzügiger gestaltet sind. Und insgesamt gibt es auf dem Platz 15 Mietunterkünfte. Wie vorhin schon angekündigt, jetzt befinde ich mich in dem kleinen Shop. Da bekommt man täglich frisches Brot, Milch, Käse, Gemüse, ja kleine Snacks, Sandwiches, Toilettenartikel
und so weiter. Also alles für den täglichen Bedarf. Direkt daneben ist die Rezeption mit dem Innenbereich vom Bistro. Direkt angrenzend an den Platz, aber außerhalb befindet sich die Müllsammelstelle. Außen die Container für die Glasflaschen und im Innenraum dann ja die Trennung der weiteren Müllarten wie Restmüll oder Plastik. Direkt gegenüber vom Platz befindet sich noch ein Biergarten, die Wirtschaft Hüttenberg. Zur Corona-Zeit war es so, man wurde dort nicht bedient. Es gab einen großen Kühlschrank, dort waren die Getränke deponiert, man konnte sich die dort nehmen und ja, das Geld dann in eine Kasse werfen. Wie es außerhalb von Corona-Zeiten ist, weiß ich leider nicht, ob man da dann bedient wird. Aber es war auch ganz schön, sich dort hinzusetzen und dann in die Natur zu blicken, weil man hat wirklich viel Grün drumherum. Wie schon erwähnt, der Platz befindet sich direkt am Waldrand und wenn man etwas weiter hoch auf den Berg läuft, ist man gleich mitten in der Natur. Man hat von hier oben noch tolleren Ausblick auf den Bodensee und ganz, ganz viel Grün drumherum. Direkt hier in der Umgebung gibt es auch zwei Bauernhöfe, bei denen das Tierwohl an oberster Stelle steht. Wie man hier sieht, ein riesiger Auslauf für die Kühe und alles sehr großzügig gestaltet. Unterhalb vom Campingplatz gibt es noch eine Wiese, da sind Schafe, Ziegen und Alpakas beheimatet. Hier noch schnell der Blick auf die unparzellierten Stellplätze für die Touris. Da habt ihr auch einen mega Blick auf den See. Noch kurz etwas zu den Entfernungen. Bis zum Ortszentrum von Eschen sind es 2 Kilometer. Man kann also vom Platz aus ja, gut in den Ort laufen. Nach Stein am Rhein sind es 3 Kilometer, sowie bis zum Bodensee sind es ebenfalls 3 Kilometer. Als Ausflugstipp kann ich euch die Insel Werth ans Herz legen. Also ihr lauft direkt in den Ort Eschens und ab da ist es ausgeschildert, wie ihr zur Insel kommt. Insgesamt ja, brauchen wir ca. 20 Minuten bis dahin. Wir hatten unsere Kids auch dabei, die fanden den Weg auch nicht so weit. Also wirklich gut zu Fuß zu erreichen. Man läuft dann über eine 200 Meter lange Fußgängerbrücke aus Holz. Und links und rechts habt ihr einen grandiosen Blick auf den Rhein und die Brücke führt dann direkt auf die Insel und es ist eine Klosterinsel und dort leben tatsächlich 5 Franziskaner und die Kapelle vom Klostergebäude, die ist zugänglich und vor dem Kloster ist noch ein Labyrinth aus Gras- und Steinlinien, hat auch nochmals einen tollen Blick auf den Rhein. Und es ist wirklich sehr zu empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Wir waren jetzt 3 Tage hier auf dem Platz. Wir hatten eine richtig geile Zeit. Wir würden gerne länger bleiben. Aber ja, wir müssen wieder heim. Mein Arbeitgeber findet es ja wahrscheinlich nicht so toll, wenn ich morgen nicht zur Arbeit erscheine. Deswegen packen wir jetzt zusammen und es geht nach Hause. Wir konnten es hier auf dem Platz in vollen Zügen genießen und es hat uns hier richtig toll gefallen und Spaß gemacht. Ganz toll fanden wir zum Beispiel die modernen Sanitäranlagen, der Duschbereich, das war wirklich schon ja, richtig klasse. Und die Kids, die hatten riesig Spaß am Kinderspielplatz sowie an den Trampolins. Und ja, wir waren rundum zufrieden und wir kommen sehr, sehr gerne wieder hier zurück auf diesen Platz. Wenn euch dieses Format der Campingplatz-Vorstellung gefällt, dann schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Oder wenn euch etwas nicht gefällt, was ihr vielleicht vermisst, was ich besser machen kann, schreibt es unten in die Kommentare, dann kann ich das nächste Mal berücksichtigen. Und mich würde auch noch interessieren, welchen Campingplatz ich für euch mal vorstellen soll. Ich weiß, das Camperleben ist zwar hart, aber ich würde mich für euch erbarmen und den ein oder anderen Platz mal testen. Also schreibt es mir auch einfach unten rein, weil ja, einer muss es ja mal testen. Wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, so dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Klickt einfach hier bei YouTube auf den roten Abonnieren-Button und am besten noch auf die Glocke daneben, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ihr verpasst in Zukunft kein neues Camping-Video hier bei Camp for Happiness. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.